Im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung steht die dritte Folge der Badrenovierung an einem aktuellen Beispiel. Gemeinsam mit dem Innungsobermeister und unserem Fachmann kommentierten wir in den ersten beiden Sendungen die ersten zwei Schritte einer Badrenovierung. Einmal das Thema Planung, Information, Badberatung in den Ausstellungsräumen. Der zweite Schritt war dann der Ausbau der einzelnen Materialien, die neue Verrohrung aufgrund besonderer Vorkommnisse, die Beachtung der Trinkwasserhygiene, die Optimierung des Wärmeerzeugers, die Verlegung des Heizkörpers und die Verlegung auch des WCs. Ganz interessante Schritte, die nach einem Zeitplan genauestens erfolgen. Wir sind jetzt im dritten Schritt der sogenannten Feininstallation. Bevor wir zum konkreten Beispiel kommen, Herr Schmitz, was versteht der Fachhandwerker unter Feininstallation? Ja, Sie haben schon Objekte angesprochen. Feininstallation heißt im Prinzip, die Objekte werden entmontiert, das heißt, das Waschbecken wird montiert, der Unterschrank wird gebaut, der Badheizkörper wird installiert, Badewanne und Duschwanne haben wir im Vorfeld schon mit dem Fliesenleger zusammen eingebaut. Und dann kommen die Aufputzteile der Unterputzarmaturen, das heißt also alles das, was nachher vor der Wand ist, Drückerplatte zum Beispiel, doch das ist die, oder auch die Duschabtrennung, die nachher montiert wird, das ist die Feininstallation, also das Letzte, bevor das Bad dann in die Vollendung geht. Wenn wir uns das jetzt mal ganz konkret angucken, fangen wir mal bei dem Waschplatz an. Was ist konkret eingebaut worden? Ja, also wir haben hier ein Waschbecken eingebaut, 65 cm breit, allerdings jetzt mit einem Unterschrank, sodass wir für den Kunden Stauraum geschaffen haben. Das war uns sehr wichtig. Um den Stauraum auch etwas gefälliger zu installieren, haben wir also das Heizgerät, das hatten wir in der letzten Sendung schon angesprochen, um 30 cm versetzt, näher an den Kamin herangebaut. Und dadurch haben wir auf dieser Seite Platz gewonnen. Dann kommt als nächstes dieser moderne neue Badheizkörper, wo vorher ein Heizkörper unter der Fensternische platziert war. Und wenn wir dann so weiter rumgehen, dann kommt halt unsere neue Viertelkreisbadewanne, wo vorher in Reihe so Badewanne und Dusche nebeneinander stand, haben wir jetzt auf der einen Seite eine Viertelkreisbadewanne mit Zulauf über Wannenrandarmatur. Daneben dann nochmal Platz und dann eine Viertelkreis-Duschtasse, die auch noch asymmetrisch ist, 80 auf 90. Und die mit einer wunderschönen scharnierbündigen Glasabtrennung. Also schöner kann man es nicht machen. Ja, und das WC haben Sie ja auch neu installiert. Das ist ein selbstverständlich, das hatten wir schon mal angesprochen. WC ist jetzt ein randloses WC, sehr wassersparend und natürlich optisch auch so ein Hingucker. Und schlussendlich senkt sich der Deckel auch noch ganz sanft ab. Auch ein kleiner Beitrag zum Wohlfühlen in dem neuen Bad bei Familie Kräuter. Wenn das Bad jetzt fertig ist, wird das Bad ja seitens des Fachhandwerkers übergeben. Ich denke mal sauber. Ja, selbstverständlich. Ein Bad, wenn alles installiert ist, erfolgt eine Endreinigung und dann wird das Bad offiziell übergeben an den Endkunden. Und der Meister überprüft nochmal die Armaturen und die ganzen Möglichkeiten. Vor allem wir geben dann auch erste Pflegehinweise, das heißt auch eine Dusche, da muss es schon mal erfolgen, wenn es zum Beispiel jetzt eine Dusche ist, mit den Scharnieren geht es ohne, aber wenn Sie zum Beispiel eine Schiebedusche haben, da muss auch mal eine Rolle gefettet werden oder sowas. Oder bei Armaturen, es gibt schon gewisse Hinweise, die man dem Endkunden noch bei der Übergabe weitergibt. Und der wichtigste Hinweis, den der Kunde natürlich von uns dann immer bekommt, das heißt, er hat mit einem Fachhandwerker gearbeitet. Das heißt für ihn, er hat A, Garantie auf die Objekte und B, er hat Gewährleistung auf das, was wir gemacht haben. Ja, und diese Gewährleistung gibt ihm also die Sicherheit, dass er auch nach vielen Jahren noch zu seinem Handwerker kommen kann. Er bekommt sämtliche Ersatzteile. Der Handwerker wird im Normalfall sogar wissen, was er da eingebaut hat, weil das ist ja irgendwo hinterlegt. Und das ist dann das Schöne dabei, wenn Sie mit dem Fachhandwerker arbeiten, wenn Sie zu Ihrem Fachhandwerker gehen und sagen, in meinem Bad ist die Armatur kaputt, dann weiß der, von welcher Armatur Sie reden. Und das finde ich ist doch, das ist mit ein Grund, weshalb man wirklich heute sagen soll, ein Bad gehört in die Hände eines Fachhandwerkers. Das Bad aus einer Meisterhand. Herr Schmitz, wir haben uns die Badrenovierung jetzt in drei Schritten angesehen. Ich denke, eine hochinformative Sendung für unsere Zuschauer. Vielen Dank, Herr Schmitz. Sehr verehrte Zuschauer, wir sind am Ende unserer dreiteiligen Reihe zum Thema Badrenovierung an einem aktuellen Beispiel. Ich sage Tschüss für heute und bleiben Sie uns bis zur nächsten Sendung meisterlich gewogen.